Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky. Und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky-Video. Schnappt euch lieber eine Grandma-Check-Decke. Ich wünschte, ich könnte das machen, mich unter eine Decke verstecken. Aber geht ja leider nicht, weil ich brauche meine Hände wieder mal frei. Denn ich werde heute keine verfluchte Nummer ausprobieren um 3 Uhr nachts, aber etwas auspacken. Und zwar die gruseligsten und ich glaube auch irgendwie verfluchtesten Dinge, die ich bei Amazon gefunden habe. Ja, sowas in der Art habe ich noch nie vorher gemacht. Die sind jetzt alle da und heute packen wir sie zusammen aus. Ich glaube, das wird sehr creepy, Leute. Ich habe Angst vor mir. Ich muss das Ganze alleine machen. Wow. Nur Fluffy ist hier so schlafend neben mir. Auf jeden Fall, falls ihr weitere Dinge gefunden habt, die ich unbedingt mal bestellen soll und ausprobieren soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare auch, welches Teil ihr am gruseligsten fandet. Und ja, wenn ich noch einen weiteren Teil machen soll, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, vielleicht auch mit anderen Läden. Lasst es mich damit wissen. Bei 11.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, ihr habt da mega Lust drauf. Ich soll noch einen weiteren Teil machen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Und aktiviert unbedingt die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich um Punkt 3 Uhr nachts wieder. Und dann wird ausgepackt. Wusch. Kommen wir auch schon zum ersten Amazon-Paket. Ich habe es noch nicht geöffnet, also ich weiß nicht, was da drin ist. Aber wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein, dann weiß ich Bescheid, welcher Artikel das war, den ich mir geholt habe. Und ich habe so eine leichte Vermutung, was es sein könnte, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen machen wir es jetzt mal auf. Okay, dann öffnen wir das mal. Es sind zwei verfluchte Dinge im Karton, Leute. Das ist wie im Film gerade. Ich habe mir das originale Ouija-Brett geholt. Ja, ihr hört richtig. Oh mein Gott, wenn das nicht Gänsehaut pur ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist original in so einer Box. Es ist komischerweise ab 8 Jahren. Was mich gerade ein bisschen wundert. Also einige meinen ja, es ist nur Aberglaube. Andere sind der Meinung, es funktioniert wirklich. Ich bin mir sehr sicher, dass man vorsichtig sein muss mit Ritualen und so. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich Respekt vor Ritualen, auch vor dem Ouija-Brett. Ich weiß nicht, ich finde nur diese Verpackung gruselig. Das ist so krass. Wir öffnen das Ganze mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um 3 Uhr nachts Ouija-Brett. Leute, soll ich das mal machen? Oh mein Gott, ich habe Angst. Ja, das ist wirklich das Original. Das war auch mit dabei und das sieht sehr stabil aus. Ja, das ist dieser Zeiger, der normalerweise ja hier sich rumbewegen kann auf die einzelnen Buchstaben und so. Auf ja, nein, goodbye. Erinnert mich auch ein bisschen an Charlie Charlie irgendwie so ein bisschen mit diesem Goodbye und so. Hä, keine Anleitung. Hä? Keine Warnung, gar nichts. Vielleicht auf der Box. Ich muss ehrlich sagen, das ist mit Abstand eins der verfluchtesten Dinge, die man sich überhaupt bei Amazon bestellen kann. Wo hier? How to play steht hier hinten. Es braucht gar keine riesengroße Anleitung. Es steht schon alles hinten drauf. Aber hier steht noch Ouija. Es ist nur ein Spiel. Oder etwa nicht? Creepy. Alter, die Sonne sieht schon gruselig aus. Und ich find's einfach nur krass gerade. Keine Ahnung. Nicht drauf kann. Ich bin irgendwie schon ein bisschen sprachlos. Also was man dazu findet, ist auf jeden Fall schönes Brett, nur nichts für Kinder. Also genau das, was ich sagte, also ab 8 plus ist schon ein bisschen sehr jung. Hier gibt es auf jeden Fall auch englische Bewertungen. Da hat auch jemand geschrieben, funktioniert super, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Mit Oma zu reden war noch niemals so leicht. Okay, also ja, ich habe Respekt davor und ich muss ehrlich sagen, das sieht richtig gut aus. Wenn wir schon beim Thema Rituale sind, kommen wir auch schon zum nächsten Teil, was dazu passt und mit im Karton war. Und zwar das hier. Das ist ein Pendel. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben ausprobiert. Finde ich aber ultra gruselig, muss ich sagen. Ich weiß, das ist auch wieder so geteilte Meinung. Die einen glauben daran, die anderen eher weniger. Ist aber ja auch so eine Art Ritual, ist ein Ritual. Aber es erinnert mich ein bisschen an das Ouija-Brett, nur halt, du hast so ein Pendel in der Hand. Ich glaube, das kannst du sogar noch nebenbei so als Kette tragen. Dann kannst du es immer mitnehmen. Und dann stellst du eine Frage und das bewegt sich zu einer Antwort hier auf dem Brett hier. Aber ja, das ist halt so ganz dünnes Holz irgendwie. So sieht das aus. Das hat einfach mal über 1000 Bewertungen, also 1500. Deswegen habe ich es auch geholt. Und es kostete nur 5,99 Euro, also echt sehr günstig. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so gemacht, wie es gemacht ist. Die meisten nehmen es anscheinend mit, soweit ich das den Bewertungen nehmen kann. Also das soll so ein To-Go-Pendel-Set sein. Und das Einzige, was die so kritisieren, ist ein bisschen, dass es kein Edelstein ist. War mir aber auch irgendwie klar. Aber ansonsten, die Leute benutzen das anscheinend sehr oft in ihrer Freizeit. Ich wusste das gar nicht, dass es so beliebt ist.
werde versuchen, so still wie möglich zu halten, damit sich das Pendel nicht bewegt. Und dann schauen wir einfach mal. Ich probiere es einfach mal aus. Hier ist das Pendel und wir werden jetzt gleich mal fragen, ob irgendwie ein Geist hier bei mir zu Hause ist, weil manchmal ist es schon sehr merkwürdig hier. Und so viel zum Thema Geistesanwesend. Hier hinten funktioniert mein Licht mal wieder nicht. Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, es ist weiß, es ist nicht extra. Ich kann es aber auch nicht umstellen, weil unten leuchtet das Ding nicht mal. Keine Ahnung, was da los ist, aber sehr merkwürdig. Deswegen, wir haben heute nur Geisterweiß am Start und ich glaube, das kann kein Zufall sein. Ist ein Geist bei mir zu Hause? Sieht mir auf, ich weiß nicht. Kann das sein? Also ich zitter ein bisschen, aber weil ich auch voll nervös bin. Seht ihr das? Wir können Leute ja so ruhig sein. Das kann jetzt schon extrem. Was ist das? Vielleicht? Hier ist ja noch Maybe. Oh mein Gott, ich glaube, es heißt vielleicht. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich find's verdammt gruselig, Mann. Aber kommen wir jetzt schon zum nächsten Teil und da sind wir immer noch bei Ritualen, Leute. Und zwar habe ich eine echte Voodoo-Puppe gefunden. Ja, es soll angeblich eine echte sein. Die kommt sogar mit einer Nadel und einer Anleitung, einer originalen Anleitung. Und das Männchen sieht ja super sympathisch aus. Voodoo-Zauber ist ja wirklich etwas, was praktiziert wird, woran viele Menschen glauben. Ja, macht das Ganze natürlich nicht besser. Vor allem, dass da eine originale Anleitung mit dabei ist. Und die ist echt ziemlich dick. Wie sieht die denn aus? Alter. Oh mein Gott, ich muss euch das gleich nahe zeigen. Oh, ist das gruselig. Okay, man kann sich darüber streiten, wie diese Voodoo-Puppe hier bitte aussieht. Die hat auch wieder so ein Knopfauge und so ein X und so und eine Sturmfrisur. Ja, zu den Bewertungen. Einiges hat mir ein bisschen Angst gemacht, dass ich mir dachte, okay, soll ich mir das wirklich bestellen oder nicht? Weil hier meinte auch jemand zum Beispiel, Voodoo, es klappt mit Party-Emojis. Andere haben es sich einfach nur zum Spaß geholt oder als Geschenk. Okay. Aber ja gut, ich habe sie mir jetzt geholt, ich habe mich getraut und schauen wir mal hier in dieses rein mit der Anleitung, Eröffnungsritual, was man wissen sollte. Der Kreis der Augen, Liebeszauber, Schadenszauber. Okay, das letzte sage ich mal lieber nicht. Wow, das finde ich echt gruselig, Mann. Wow, dass das hier drin ist. Oh, ich glaube, das ist mit Abstand eins der verfluchtesten Dinge auch wieder, die ich mir geholt habe mit dem Ouija-Brett zusammen. Für einige ist es nur ein Spaß, andere wirklich ernst, aber die macht mir Angst. Die macht mir wirklich Angst. Kommen wir auch schon zum nächsten Amazon-Paket. Wir schauen wieder mal zusammen rein, weil ich weiß nicht, was drin ist. Ich bin wirklich gespannt. Fühlt sich aber super leicht an. Was ist da wohl drin? Leute! Das ist das hier. Eine Clownspuppe. Ich habe nach Clownspuppen geschaut und es gibt tatsächlich welche, die über Amazon angeboten werden, die ich echt wirklich creepy fand. Ich habe auch noch eine weitere gefunden, aber ich glaube, die ist noch nicht angekommen, aber ich weiß nicht, was halt noch in den anderen Paketen drin ist. Wow, die ist wirklich auch so Porzellan gemacht. Die fällt schon auseinander. Ich weiß nicht, ich finde solche Porzellanpuppen echt gruselig. Ich weiß, einige finden die ja süß und so, aber so ein Clown, Mann, der nicht creepy aussieht, hat sogar eine Träne. Dann weiß ich auch nicht. Der schreit nur danach, verflucht zu sein. Jetzt seht ihr ihn. Oh mein Gott, wie gruselig. Oh, noch dieser schwarz-weiße Anzug. Aber der hat riesen Clownsfüße, ey. Super süß. Und dann kannst du beobachtet werden von ihm, wenn du darauf Lust hast. Zu ihm gab es übrigens keine Bewertung, soweit ich weiß. Und den habe ich einfach mal unter Clownspuppen gefunden. Ich finde den echt creepy. Meint ihr, der ist verflucht? Soll ich mal schauen, was nachts passiert mit ihm? Ich lasse jetzt mal den guten Clown da hinten sitzen. Mal gucken. Ihr könnt ja gerne ein Auge auf ihn werfen. Kommen wir auch schon zur nächsten Amazon-Bestellung. Mal gucken, was da drin ist. Er ist quasi wie Weihnachten für mich in gruselig. Warte, das soll ich das... Was ich denke, okay. Ich glaube, für einige, die es auf Anhieb sehen und damit überhaupt nicht rechnen, für die kann es schon ein bisschen creepy sein, wie zum Beispiel für seine Eltern. Aber für alle Potterheads ist das der absolute Goal. Und zwar, ich dachte mir, weil es ein bisschen spooky ist, ich bestelle das auch einfach mal. Und ich habe dann Grund, mir das auch irgendwie zu holen. Das
ist ein Becher, bei dem sich der Zauberstab bewegt, wenn man auf so einen Knopf drückt, aber es ist so unscheinbar, dass es einfach mal so aussieht, als würdet ihr dafür sorgen. Vor allem, wenn ihr vielleicht noch irgendwie so mit euren Händen rumwedelt oder so, dann sieht das sehr nach Magie und Zauber aus. Deswegen, ja, wie cool ist das bitte? Guardium Leviosa. Also wenn man das so unscheinbar hält und dann so macht, ich glaube, da kannst du wenigstens deine Geschwister schocken. Also das ist sowas von eine 10 von 10. Und nicht wirklich gruselig, deswegen auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Kommen wir auch schon zur nächsten Spooky-Bestellung. Das ist eine Riesenbox und schauen wir mal da rein, was da drin ist. Das ist so groß. Oh mein Gott. Nicht erschrecken, Leute. Ich habe eine XXL gruselige Puppe hier. Wie creepy ist die denn bitte? Die hat ja solche Skeletthände. Bah. Kann die sich bewegen oder so? Weil die hat, glaube ich, unten Rollen. Wie groß ist die bitte? Die hat einen riesen Kopf, ey. Ich glaube, ich kann mit dem Ding nicht mehr schlafen. Ehrlich jetzt. Ich weiß halt null, was auf mich gerade zukommt, aber die riecht auch ziemlich alt. Riecht ein bisschen nach Keller. Die macht irgendwie Geräusche, die machen nicht mal Sinn. Was ist das für eine komische Puppe? Normalerweise singen die ja vielleicht oder irgendwie so. Es hört sich irgendwie nach etwas an, was einem vielleicht bekannt vorkommt. Aber die macht einfach ganz weirde Geräusche und ist einfach nur creepy. Was ist das? Ihhh. Vor allem das Gruselige finde ich, dass sie sich einfach mal von selbst bewegen kann. So. Bah. Und kommen wir zum letzten Paket. Oh, das ist das. Sollte eigentlich ein gruseliger Teddy sein. Leute, ich kann doch nicht mal einen Ausschnitt zeigen. Es geht einfach nicht, weil man sieht das trotzdem noch. Nee, ich finde den ein bisschen zu krass. Das werde ich jetzt nicht zeigen. Den werde ich schön zurückschicken. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich habe sehr creepy Dinge dort gefunden. Und wenn ich wieder sowas machen soll, lasst es mich unbedingt mit einem Daumen nach oben wissen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!